Morgens um 10 an der Uni Bielefeld. Bevor es in die Vorlesung geht, starten wir den Tag jetzt erstmal mit einem leckeren Kaffee. Da bietet uns die Unihalle eine super große Auswahl. Ihr könnt euch schnell mal im Univaza ein Brötchen oder gleich was Warmes auf die Hand holen. Wenn ihr mittags was Richtiges im Magen braucht, könnt ihr einfach eines der vielen Angebote des Studierendenwerks nutzen. Da wäre zum einen das West End in der Haupthalle. Dort bekommt ihr jeden Tag ein wechselndes Angebot. Egal ob Pasta, Pizza oder Burger, hier ist für wirklich jeden was dabei. Vegetarische Gerichte, eine große Salattafel und frische belegte Brötchen. Auch wenn ihr nachmittags Lust auf Kaffee und Kuchen habt, kommt ihr hier immer auf eure Kosten. Am Außenstand gibt es dann auch noch was für unterwegs. In unserem X-Gebäude findet ihr außerdem die Mensa und eine kleinere Cafeteria. Direkt im Eingang könnt ihr euch in der Essensauslage ansehen, was es heute mal wieder geben wird und euch am großen Mensa-Buffet bedienen. Sitzplätze gibt es hier super viele und wenn ihr lieber draußen sitzen möchtet, ist auch das kein Problem. In der Cafeteria geht es etwas ruhiger zu, aber auch hier habt ihr die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Speisen und Getränken zu wählen. Wer keine Zeit für was Warmes hat, kann sich auch hier ein Brötchen für unterwegs holen. Im ersten Stock des X-Gebäudes befindet sich noch unser Café ins Grüne. Hier gibt es neben leckerem Fairtrade und Bio-Café eine ganze Menge süßer Backwaren. Dabei lädt die schöne Fensterfront zum Entspannen ein. Bezahlen könnt ihr in allen Einrichtungen des Studierendenwerks übrigens auch mit eurer Unikarte. Einfach in einen der Automaten schieben, gewünschten Betrag einzahlen und fertig. Euren Flaschen- und Tassenpfand könnt ihr euch gleich in der Uni wiederholen. Dafür stehen in beiden Gebäuden Automaten bereit. Den Bon gebt ihr einfach an der Kasse zurück. Wenn aber wirklich gar nichts mehr hilft und alles geschlossen hat, dann gibt's auch noch die Snackautomaten. Als absolut letzte Möglichkeit gibt's dann noch die Korea-S-Station direkt an der Bahnhaltestelle unserer Uni. So müsst ihr zu Hause nicht mal mehr kochen und habt gleich euer Abendessen dabei.